Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Robert Kunz, ich komme von der Deutschen Telekom. Ich habe heute die große Ehre, Ihnen hier den Ideengarten zu präsentieren. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man aus zarten Pflänzchen große Ideen züchtet. Ideengarten, was ist das? Das ist also eine Web 2.0-Plattform, auf der Ideenansätze veröffentlicht werden können. Und diese Lösungen findet man in der Gemeinschaft. Man nutzt die sogenannte Schwarmintelligenz. Jetzt kann man sich fragen, warum braucht man so etwas? Nun, um diese Frage zu beantworten, möchte ich eine andere Frage stellen. Was ging Ihnen schon durch den Kopf, als Sie Verbesserungspotenzial in Ihrem Unternehmen erkannt haben? Waren da nicht auch Gedanken da wie, Mensch, das ist ja alles hier so brutal kompliziert, das dauert ja alles viel zu lang. Aber eine richtige Lösung, nee, eine richtige Lösung habe ich auch nicht. Oder noch was viel Gravierenderes. Sie haben die Lösung für ein wirklich markantes Problem. Und Sie denken sich aber, nee, ich als kleines Rädchen, ich als kleines Licht, wem soll ich das denn bei uns im Unternehmen sagen? Da hört mich ja eh keiner. Und das ist ein Problem. Dem Unternehmen kann dadurch enorm viel Schaden entstehen. Und deshalb haben wir den Ideengarten eingeführt. Der Ideengarten ist also eine Plattform, wo man sofort Ideen, die man hat, Verbesserungspotenzial, sofort auf die Plattform bringen kann. Und glauben Sie mir, so eine Idee, die sofort veröffentlicht wird, wenn sie Potenzial hat, sie wird sofort Leute finden, die sich daran beteiligen. Sie werden sehen, wie rege das so eine Idee diskutiert wird. Und wenn die Leute sehen, dass da was diskutiert wird, dass da was vorangeht, dann sind die auch wirklich total motiviert, da mitzumachen und die Idee nach vorne zu bringen. Und im Ideengarten haben wir auch natürlich vor, im Unternehmen den Kulturwandel zu fördern. Wir wollen den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie lernen, den Erfolg einer Idee selbst in die Hand nehmen zu können. Damit es alles ein bisschen jetzt plausibler wird, hier ein kleines Praxisbeispiel. Wir haben den Herrn Knapp bei uns im Unternehmen. Der Herr Knapp fährt von der Arbeit nach Hause, kommt zu Hause an, sieht eine riesen Baustelle. Kann aber sein Auto nirgendwo parken, also kommt schon so ein bisschen Ärger auf. Aber okay, er findet einen Parkplatz, kommt dann zurück. Die Baustelle, da ist nichts beschrieben drauf, keine Ahnung, was da abgeht. Fragt da einen Bauarbeiter da und er sagt ihm, ja, die Telekom arbeitet hier, die baut das DSL-Netz aus. Beim Herrn Knapp kommt sofort ein Grinsen übers Gesicht, weil er denkt, oh, DSL-Ausbau, da kriege ich ja endlich meinen Entertain-Anschluss. Am anderen Tag, als der Herr Knapp dann ins Büro fährt, da denkt er, Mensch, bei der Telekom, da gibt es doch den Ideengarten. Den Ideengarten, den benutze ich jetzt mal und stelle diese Idee mal ein und sage da, welches Problem das wir da haben und dass wir das Problem lösen müssen und dass wir irgendwie Schilder aufbauen müssen oder irgendwie eine Maßnahme machen müssen, damit es anderen Leuten publik wird, was da auf so Baustellen passiert. Und jetzt haben wir da noch eine andere Kollegin, die Frau Söder. Die Frau Söder sitzt in ihrem Büro und denkt, Mensch, ich schau doch jetzt mal in den Ideengarten rein und guck mal, was es da Neues gibt. Wenn die Frau Söder in den Ideengarten einsteigt, da kommen sie hier auf die Startseite und dann sieht man den Reiter Alle Ideen. Da geht sie jetzt mal rein. Und unter Alle Ideen findet man alle Ideen, die neu eingestellt wurden. Und da gibt es jetzt hier die Telekom Baustellenwerbung-Idee. Ist ja super interessant, da gehen wir doch gleich mal rein. Und jetzt ist in dem Ideensteckbrief der Idee und da ist jetzt, jede Idee wird im Ideengarten einheitlich beschrieben. Das heißt, es gibt einen Ist-Zustand, ein Ziel und einen Nutzen und eine Lösung. Und das liest sie sich durch und da denkt sie sich, Mensch, das ist ja eine super Idee, das gefällt mir. Und da haben wir hier auf der rechten Seite, haben wir dann hier diesen Gefällt mir-Button. Und ja, den klickt die Frau Söder jetzt mal. Und jetzt sind wir schon eine Folie weiter, aber es hat ja also ein Gefällt mir gegeben und jetzt ist er auch gleich in den Kommunikationsraum gegangen, der Idee, weil sie hat natürlich eine Idee, wie man die Idee noch verbessern kann. Und da schreibt sie dann gleich hier wunderbar rein. Man könnte Magenta-Zelte einsetzen mit einer weißen Beschriftung, wo dann draufsteht, hier baut die Telekom das DSL-Netz für sie aus. Und dann wird der Eintrag, der wird dann eingesendet und parallel bekommt also der Herr Knapp, der bekommt jetzt eine E-Mail, wo er lesen kann,
diesen neuen Kommentareintrag. Und der Herr Knapp wird natürlich sofort inspiriert, an seiner Idee weiterzuarbeiten, geht direkt über diesen Link, den Sie sehen, wieder in die Idee rein. Und ja, jetzt schauen wir mal, was da bei dieser Idee jetzt schon passiert ist. Hier ist die Frau Söder, die ist jetzt als Teammitglied aufgenommen worden von dem Herrn Knapp. Und die ist jetzt also Anteile an dieser Idee erworben. Das bedeutet, wenn die Idee dann zur Umsetzung bekommt, dann bekommt sie auch eine entsprechende Prämie, je nach Nutzen der Idee. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird die Idee wird weiter diskutiert und dann kann sie hier vom Ideeninitiator, vom Herrn Knapp, kann sie hier oben im Ideensteckbrief, kann sie überarbeitet werden. Der Fokus wird rausgestellt der Idee. Und dann irgendwann mal ist die Idee fertig diskutiert und dann wird sie fertig gemeldet. Und wenn sie fertig gemeldet wird, dann wird eine Prognose gestartet. Die Prognose hat jetzt das Ziel, eine Aussage über das Potenzial und die Qualität der Idee zu erlangen. Hierzu werden 25 Ideengartenmitglieder per Zufallsgenerator ausgewählt, extra per Zufallsgenerator, damit da kein Missbrauch entsteht. Und diese Menschen bekommen allgemeine Fragen gestellt zu dieser Idee und sie sollen das Endergebnis der Prognose prognostizieren. Und da kommt dann ein Wert raus zwischen 1 und 10 Sternen. Und wenn die Idee keine 5 Sterne erreicht hat, dann geht sie ins Archiv. Wenn sie mehr wie 5 Sterne erreicht hat, dann geht sie bei uns ins klassische Ideenmanagement rein. Da gibt es ein Ideenteam und die sucht dann einen Gutachter und der entscheidet dann, ob die Idee umgesetzt wird. Weiterhin ist dieser Prognosewert dazu da, um die Idee des Monats zu brechen. Schauen wir doch mal rein in solche Prognosewerte. Also hier unter alle Ideen kann man sich Ideen anzeigen lassen nach dem Kriterium beste Prognose. Ja, das sieht man hier, beste Prognose. Und da ist unsere Baustellenwerbung, die hat jetzt eine super Prognose bekommen mit 8 Sternen, mit 8,2 Sterne und steht jetzt ganz oben. Und wenn die Idee jetzt noch entsprechend viele Gefällt-mir-Klicks bekommen hat, dann hat sie große Chance, Idee des Monats zu werden. Weil die Idee des Monats, die errechnet sich aus der Anzahl der Gefällt-mir-Klicks und dem Prognosewert. Und dann schauen wir doch mal rein hier unter Idee des Monats. Das ist jetzt die Idee des Monats und siehe da, unsere Idee, die Telekom-Baustellenwerbung, ist Idee des Monats geworden. Und wenn die Ideen hier unter dieser Rubrik aufgeführt sind, dann sind die wie in Stein gemeißelt. Ja? Das heißt also, die ist für jeden im Unternehmen ist die sichtbar, fürs gehobene Management, für den Vorstand. Und was das bedeutet, das können Sie sich vorstellen, da wird natürlich alles dafür getan, dass solche Ideen dann im Unternehmen auch umgesetzt werden. Weil das sind die Innovationen von morgen. So, jetzt schauen wir mal die Nutzen an für das Unternehmen. Die Ideeneingänge im Unternehmen, die werden stark durch den Ideengarten gesteigert. Das sehe ich jeden Tag bei uns auf der Plattform. Was zur Konsequenz hat, dass die Mitarbeiterbeteiligung natürlich sich auch stark erhöht. Und das bedeutet, dass die Leute sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und das Schöne ist bei den ganzen Ideen, die Ideenfilterung, die geschieht durch die Community selbst. Das heißt, durch die Prognosewerte und durch diese Gefällt-mir-Klicks werden die Ideen gefiltert und es kommen tatsächlich nur die Ideen zum Vorschein, also Idee des Monats, die von der Community gewollt wird. Und da gibt es kein Habern, gar nichts. Da kommt das zum Vorschein, was wirklich im Unternehmen gewünscht ist und was gefordert ist und was wichtig ist. Und mit solchen Ideen, das ist ganz klar, da bringt man das Unternehmen nach vorne. Somit ist der Erfolg der Unternehmenserfolg gesichert. So, was hat das jetzt für einen Mehrwert für das Personalwesen? Die Menschen im Unternehmen, die werden maximal motiviert. Die lernen Selbstverantwortung, das heißt, die können selbstständig Ideen einstellen. Sie können sie selbstständig nach vorne bringen. Sie können alles tun, damit die Idee zum Erfolg wird. Und das alles geschieht in der Gemeinschaft. Weil mit Hilfe der Schwarmintelligenz wird man solche Ideen wirklich auf Marktreife bringen und dann zum Erfolg führen. Und das ganz Wichtige ist die Offenheit. Dieses System ist so gestaltet, dass jeder im Unternehmen sich die Ideen anschauen kann, vom kleinsten Mitarbeiter bis zum Vorstand. Jeder sieht, was da auf dieser Plattform passiert. Jeder kann das nachvollziehen. Alles transparent. Und jetzt stellen Sie sich vor, so eine Idee, die kommt zur Umsetzung. Und die Leute, die da mitgemacht haben, die kriegen einen richtigen Hype.
Weil es gibt ja nichts Schöneres, wie man sieht, man hat sich angestrengt und hat so eine Idee zum Erfolg gebracht, die dann zur Umsetzung kommt im Unternehmen. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses kleine, diese Person, die am Anfang gemeint hat, sie ist nur so ein kleines Licht, so ein kleines Rädchen, ja, wie groß das hier auf einmal wird. Das ist sagenhaft. Da gibt es eine richtige Bewusstseinsbildung bei diesen Menschen. Und das Schöne ist, beim nächsten Mal machen die nicht mehr mit, weil es da eine Prämie gibt oder ganz viele Punkte oder irgendwelche Lose. Die machen mit, weil sie gemerkt haben, dass sie in ihrem Unternehmen etwas bewegen können. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt jetzt ganz viele von diesen Menschen. Die glauben dann alle und die sind überzeugt. Und es ist auch so, ich bin die Deutsche Telekom. Das führt zum Riesenerfolg und es ist der Garant für ein Unternehmen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie nachher noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kunz. Das war sehr spannend. Maike, schaltest du dich dazu? Wir haben jetzt die nächste Präsentation online. Ja, ich bin gleich wieder da, zu sehen. Hervorragend. Dann übergebe ich an dich, damit du Herrn Immler, herzlich willkommen, Herr Immler aus Wien. Und ich würde sagen, Genau. Ihr macht weiter. Genau, und ihr geht einmal aus dem Bild, bitte, dass wir Herrn Immler gleich ordentlich sehen können. Herr Immler, Ihre Präsentation läuft gleich schon. Wir haben hier schon im Chat nochmal schnell den Applaus des Vorgängers. Ihre Präsentation ist schon da. Ich schalte schon wieder um, würde jetzt noch, wenn das für Sie okay ist, Herr Immler, den Timer entsprechend setzen. Ja. Genau, einmal hören, ob wir Sie gut hören können. Dürfen gerne, glaube ich, das Mikrofon noch ein bisschen mehr vor dem Mund tun wieder, dass Sie ein bisschen lauter sind. 1, 2, 3. Jo, wunderbar, denke ich. Sie hören gut, mich? Gut, ich höre Sie gut. Dann mache ich meine Webcam jetzt schon aus, dass wir Sie ordentlich sehen können. Und wenn Sie sagen, ist alles gut, dann starte ich Ihre Zeit. Sie sagen doch, Sie sind noch sehr leise. Vielleicht nehmen Sie das Mikrofon doch noch mal ein bisschen mehr von dem Mund. An und für sich habe ich es ganz nahe. Okay, aber immer so lauter. So. Nee, da ist falsch rum, in die andere Richtung. Jetzt wird es noch leiser. Eben im Test lief es ja hervorragend, also nur die Ruhe. So. Nee. Bitte einmal ab. 2, 3, wie ist jetzt der Ton? Ja, okay. Ich denke, es ist ein bisschen besser. Ja, ist besser. Gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich starte Ihre Zeit, wünsche Ihnen viel Erfolg und Sie Dankeschön. Können beginnen. Okay? Ja, Einen schönen Nachmittag und auch ein herzliches Willkommen aus Wien, allen Teilnehmern dieses HR Innovation Slams. Mein Name ist Reinhold Immler, ich bin Geschäftsführer bei der JoinVision eServices GmbH. Die JoinVision betreibt ein Jobportal für IT und Technik und bietet auch semantische Werkzeuge im Personalwesen für ein effizientes Recruiting an. Die sind der Civilizer, unser heutiger